gelockt hat. Dann warten wir noch mal 2 Sekunden, bevor es dann tatsächlich startet. Ich glaube, die Übertragung beginnt schon. Ich bekomme Zeichen. Nochmal die Stimme ölen. Ja, das Mikro ist wie im richtig Film. Los. Das hat einen sehr Retro-Style. Ja, aber total cool. Aber es wirkt auch. Ja, ja, herzlich willkommen zu unserem Facebook-Livestream, der zweite und auch letzte, den wir anbieten in diesem Jahr. Und dies zu einem, ja, man muss es schon sagen, besonderen Termin. So für viele endet heute quasi auch schon irgendwie das Arbeitsjahr. Für viele ist es auf jeden Fall auch schon fast der letzte Arbeitstag vor Weihnachten. Und insofern freue ich mich ganz besonders, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich jetzt hier einzulocken. Ich darf Sie ganz herzlich einfach einladen, diesen Livestream auch interaktiv mitzuverfolgen. Also das heißt, Sie sind gefragt, Sie können die Agenda mitbestimmen. Wir haben zwar 2, 3 Fragen mal vorformuliert, wo wir dann Ihnen dann auch Input geben möchten, aber das, was wir hier jetzt fabrizieren sozusagen, ist ausschließlich für Sie gedacht und Sie haben auch eine Chance, entsprechend gehört zu werden. Insofern beteiligen Sie sich, schreiben Sie Fragen, die Sie haben, einfach in das Kommentarfensterchen. Und unsere Stimme aus dem Off, die Sie jetzt auch nicht sehen können, weil er entsprechend hinter dem Laptop sitzt, wird diese Fragen für Sie einwerfen und auch kommunizieren, sodass wir dann einfach darauf reagieren können. Ja, das Thema quasi ist Automotive, so stand es drin. Ich hatte so ein bisschen scherzhaft gesagt Sprechstunde Automotive, weil es gibt ja auch einen gewissen Schmerz wohl auch dahinter. Aber bevor wir zu dem Thema einsteigen, möchte ich ganz herzlich Frau Tanja Welsholz begrüßen, die neben mir steht. Und das freut mich ganz besonders, dass sie eben auch kurz vor Weihnachten noch die Zeit gefunden hat. Und als IATF-Trainerin und Prüferin ist man da ja komplett eingespannt, auch gerade jetzt so Richtung Jahreswechsel. Insofern freue ich mich sehr, dass sie überhaupt die Zeit gefunden hat, auch hierher zu kommen. Und sie ist unsere langjährige DGQ-Trainerin zu dem Gesamtthema Automotive. Aber so ein bisschen Steckenpferd ist schon TS und IATF jetzt auch demnächst. Ja, also TS war immer mein Steckenpferd, daher komme ich auch und war nebenan viele Jahre seit 1992. Also nebenan muss man sagen, nebenan heißt DQS. DQS, genau. Entschuldigung, genau, für die Fachleute. Genau. Also da nebenan, also wir teilen uns quasi einen Bürokomplex und nebenan heißt für uns, für unser Sprech, sind die Kollegen der DQS. Ganz genau. Und als langjährige DQS-Auditorin bin ich nach der Zeit, als denn die automobilen Regelwerke harmonisiert wurden zur ISO-TS, seitdem in ISO-TS-Sachen unterwegs und wir haben als DQS damals, ich sag mal, die ISO-TS als Pilotzertifizierer aus der Taufe gehoben und umgesetzt und ISO-TS ist mein Leib und Leben gewesen. Ja, ich habe damals die 4. Fassung oder so oder 3. Version übersetzt vom Amerikanischen ins Deutsche, inklusive der Zertifizierungsvorgaben zur Umsetzung der ISO-TS und von daher ISO-TS ist absolut mein Favorite. Insofern die Expertin schlechthin, also DGQ-Trainerin, ist selbstständig als Beraterin und eben auch eine IATF-zertifizierte Trainerin und Prüferin. Also ich bringe Zertifizierungsauditoren in Sachen IATF beziehungsweise bisher ISO-TS die Grundzüge bei, wie man ISO-TS richtig auditiert oder jetzt IATF auditiert und prüfe die auch mit meinen Kollegen zusammen, die alle international für die IATF als Trainer und Prüfer zugelassen sind. Okay. Also insofern, falls Sie Auditoren sind, werden möchten oder vielleicht auch irgendwie ganz am Anfang stehen zu dem Thema IATF, TS, was ist das? Ja, betrifft mich das eigentlich oder was mache ich damit? Insofern, Expertise haben wir, nutzen Sie diese. Fragen sind gerne willkommen. Stellen Sie diese einfach in das Kommentarfensterchen ein. Bevor wir eigentlich tiefer inhaltlich einsteigen, ist es, glaube ich, mal interessant und vonnöten, wenn man mal so sich die ein Stück weit der Historie sich annähert zu dem jetzigen Zeitpunkt. Was findet da jetzt eigentlich alles statt? Also da gab es eine ISO-TS in mehrfachen Fassungen, TS 1, 2, 3, jetzt haben wir eine IATF. Wann beginnt das? Wann laufen entsprechende Übergangsfristen aus? Wie sieht es aus mit der Gültigkeit entsprechender Zertifikate?
die im Unternehmen wahrscheinlich ja da sein müssen, wenn sie im Automotive-Bereich tätig sind. Da sein müssen, ja, so wird es langläufig gesagt. Mittlerweile erkennt man schon, dass es vielleicht nicht unbedingt so beim großen Muss bleibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Okay. Also zumindest hinter vorgehaltener Hand. Es geht auch ohne, aber anderes Thema oder Seitenthema. Also es ist so, dass die ISO-TS ausgelaufen ist. Das heißt, offiziell darf es keine, auch inoffiziell nicht, es darf seit Oktober keine ISO-TS-Zertifizierungen mehr geben, auch keine Überwachungsaudits mehr, gar nichts. Seitdem ist also sozusagen die ISO-TS beerdigt worden. Sie ist noch nicht unter der Erde, auch noch nicht verbrannt. Die IATF ist herausgegeben worden jetzt vor einem Jahr, 1. Oktober 2016, mit der heißen Nadel gestrickt. Und seitdem sind wir in der Umsetzung. Und es ist so, dass alle Unternehmen bis Ende September nächsten Jahres, 2018, umgestiegen sein müssen auf ein IATF 16949-Zertifikat von der ISO-TS kommend. Okay. Danach haben alle ISO-TS-Zertifikate ihre Gültigkeit verloren. Und die, die ausgestellt sind, haben auch das Auslaufdatum entsprechend. Mhm. Das heißt, danach laufen sie, wenn sie es nicht geschafft haben, hinüberzugehen in die IATF, in die zertifikatslose Zeit, was das Automobile angeht. Okay. ISO 9001-Zertifikat nach der neuen Fassung, was die gleichen Übergangsfristen hat und die gleichen Auslauffristen, das haben Sie hoffentlich behalten. Okay. Also in Summe irgendwo 2 Jahre quasi der Übergang von Geburt der IATF neu. Ziemlich genau. Im Sinne von Auslaufzertifikat alt. Ja. Ein relativ kurzer Zeitraum. Man hat sich an die ISO 9001 angelehnt, die 2015er Revision, weil die ISO TS damals ja die ISO 9001 alt noch beinhaltet hat und die neue IATF beinhaltet die 9001 nicht mehr, verweist nur auf die 9001 in den entsprechenden Kapiteln und man hat sich an die Auslaufzeiten oder an die Übergangszeiten der 9001 entsprechend angelegt. Okay. Und die läuft ja jetzt im September, Oktober 2018. Genau so. Und die hatte 3 Jahre Übergangsfrist. Okay. Die IATF 16949 ist ein Jahr später, knappes Jahr später herausgekommen. Ja, man hat gewartet, bis die 9001 da war und dann unter dem Eindruck der Dieselaffäre Zufall dieses Regelwerk geschrieben. Okay. Ja? Okay. Deswegen sage ich mit der heißen Nadel gestrickt. Es war ein sehr kurzer Zeitraum, um ein Regelwerk komplett und neu zu schreiben. Ja. Okay. Aus diesem Grund auch deswegen nur Verweis auf die 9001? Ist das eine der Gründe? Nein, das ist ein anderer Grund. Okay. Also es gibt herausgeberrechtliche Gründe, dass die 9001 nicht mehr in der IATF abgedruckt ist. Man müsste die kompletten Normen Kosten bezahlen. Okay. Und wenn man denn die 9001 da reingesetzt hätte und dann würde dieses Buch über 100 Euro kosten in Summe. Also hat eigentlich nur redaktionelle Gründe. Hat nur, sozusagen. Ja, redaktionell, finanziell. Inhaltlich, normativ und von den Forderungen betrachtet her, sind sämtliche 9001 relevanten Teile ja mit drin. Vollständig gültig. Ja, okay. Genau, vollständig gültig. Das ist die Basis. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es überhaupt einen Übergang? Also warum ist die TS3 jetzt quasi tot und warum gibt es eine IATF? Welche Gründe sind dahinter warum führte das zu dieser Entwicklung? Ja, also es ist so, dass eben durch die Revision der 9001, die ja mit der sogenannten High-Level-Structure, vorher 8 Kapitel, jetzt 10 Kapitel, die Grundlage gibt für alle anderen Management-Systemnormen, wie man sich strukturiert. Ja. Wenn jetzt die ISO-TS gesagt hätte, wir bleiben bei unserer alten Fassung mit den 8 Kapiteln, wäre es nicht kompatibel gewesen zu den anderen Management-Systemnormen. Okay. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen uns an die, und wir wollen uns auch ganz bewusst an die Struktur der 9001 anlehnen, wie bisher auch. Mhm. Und daher war also die Neuerstellung dieses Regelwerkes gegeben. Okay. Ein Muss, ja, also sonst wäre es ja, die 9001 alt läuft aus, musste raus, also war man gezwungen, sich diesem Regelwerk neu zu widmen und zu gucken, was machen wir denn jetzt aus der Situation, dass wir das Regelwerk neu schreiben müssen. Mhm. Umschreiben, wie auch immer. Ja, okay.
Also nochmal an der Stelle gerne die Aufforderung, wenn Sie Fragen haben, loggen Sie sich ein, melden Sie sich. Wir können ja jederzeit den Gesprächsfluss unterbrechen. Wenn es um diesen Übergang geht, beziehungsweise alte Norm, neue Norm, ist das mehr als nur ein neues Label drauf mit einer anderen Buchstabenkürzeln? Also erstmal, das Buchstabenkürzel ist deswegen anders geworden, weil eben die ISO raus ist, raus deswegen ist. Nicht mehr Richtig. ISO. Ja. TS heißt technischer Standard ja. und ist die Vorstufe einer Norm. Man hat eine Übergangsfrist, bevor man dann sagt als ISO-Organisation, dass dieser technische Standard wird zu einer ISO-Norm. Und man ist diesen Weg ja nicht gegangen, sondern hat gesagt, nein, wir trennen uns. Deswegen nur noch IATF, was der Herausgeber ist, statt TS, weil das ein geschützter Begriff von der ISO von der ist. ISO, ja. Und die Nummer ist gleich geblieben. Okay. Die durfte man okay. übernehmen. Okay. Deswegen IATF 16949. Sonst gibt es ja noch mehr Verwirrungen. Ne? Genau, sonst gibt es noch mehr Verwirrungen. Also so die 16949, das ist ja auch ein gebräuchlicher Name für die ISO-TS und da musste man sich nicht umgewöhnen. Prima, und IATF war schon das immer Das hat ja Eingang gefunden in den Sprachgebrauch, genauso genau. wie 9001. Genau, da muss Dann man das ja vorneweg gar nicht mehr sagen. Genau. Richtig. So, aber inhaltlich. Ja, richtig. Also da es ist so, dass aus meinem Lieblingsregelwerk ISO-TS, einstmaligen Lieblingsregelwerk ISO-TS, sehr viele Dinge in die 9001 neu eingeflossen sind, sehr viel mehr Prozessorientierung, sehr viel mehr Risikoorientierung als vorher in der 9001 drin war, was es in der ISO-TS schon gegeben hat. Mhm. Also diese Dinge sind übernommen worden, aber quasi in die 9001 eingeflossen. Die einige Zusatzanforderungen der ISO-TS, also über die 9001 Anforderungen hinaus, sind mit übernommen worden und einige Dinge sind klarer dargestellt worden. Ja, wo früher es hieß dann immer mal im Audit, wenn man irgendetwas verlangt hat, als Auditor erwartet hat, zeigen Sie mir mal das und das. Mhm. Und dann, ja, wo steht das denn? Mhm. Ja, jetzt gibt es da Klarheit und dann kann man sagen, da steht es und da steht es. Ich meine, trotzdem haben wir wieder den Effekt. Ja, aber das sehe ich nicht so, verstehe ich dann doch nicht okay. so. Ja, also der Ermessensspielraum. Genau, der Ermessensspielraum, aber es ist viel geklärt worden. Okay. Und was neu dazu gekommen ist, sind einige kundenspezifische Anforderungen, insbesondere deutscher Automobilhersteller, die da eingeflossen sind und jetzt nicht mehr kundenspezifisch über einen Vertrag vereinbart werden mit dem Lieferanten, sondern in das Regelwerk eingeflossen sind und damit nicht mehr verhandelbar sind, sondern ein Muss. Okay. Und das sind eigentlich die Kracher an diesem neuen Regelwerk. Mhm. Oder die Knackpunkte, ja, und die großen Herausforderungen. Okay. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, möchte ich gern nochmal eröffnen an der Stelle. Die Basis- oder Minimalanforderung der 9001 hat sich ja durch die Revision ja auch nochmal eklatant entwickelt. Ja. Also weitere Facetten hinzugefügt, also Thema Wissensmanagement, Risiko, Stakeholder, so in der Richtung. Führt das die Automobilisten auf der Basisebene schon zu einer Herausforderung oder ist das der Sprung auf der 9001, auf dem 9001-Niveau relativ niedrig? Ja und nein. Also wenn wir das Thema Kontextanalyse herausnehmen würden, dann ist das relativ sehr niedrig. Mhm. Also das ist alles vertrautes Terrain. Ja. Wissensmanagement, ein höherer Anspruch, ja. Mhm. Auch für die Automobiler, der wird aber häufig leider nicht so verstanden. Also man versucht mit den Mitteln, die man bisher hatte, dieses Thema zu lösen. Auch in dem neuen Anspruch, also da kann man sicherlich trefflich streiten, ob das, aber ich sag mal, auf Minimalniveau nicht die große Änderung. Wo wir eine Herausforderung haben, und nicht wir, aber viele Unternehmen, die das, weil es vorher eben auch in der 9001 und in der IATF auch nicht so drin stand oder in der ISO-TS, ist das Thema Kontextanalyse, interessierte Parteien, Risiko und Chancen und die Verknüpfung zur Strategie. Ja, was ein großes, ich sage immer, ein großes Geschenk ist, weil wir endlich hiermit die Möglichkeit haben, die obersten Leitungen, die ja manchmal sagen, lieber Qualitäter, mach du mal, jetzt sagen können, pass mal auf, du hast schon immer eine Stakeholder, eine Risikoanalyse gemacht bei deiner strategischen Ausrichtung und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Das muss jetzt nur irgendwie dokumentiert werden, also nachweislich dokumentiert werden. Ja.
Und dann ist das auch getan. Also wir sind gezwungen, glücklicherweise aus den qualitätskooperierenden oder unterstützenden Bereichen die oberste Leitung da endlich rechtlich mit einzubeziehen, ja, dass die auch sehen können, oh, das ist ja mein Baby. Mhm. Ja? Ja. Also das ist sicherlich ein Punkt, aber die anderen Sachen sind, sage ich mal, easy going, weil das können wir alle schon. Und, und wo tun die sich jetzt besonders schwer bei der neuen IATF? Bei der IATF? Ja. Also es gibt von der Kontextanalyse mal abgesehen. Das ist sicherlich das erste Thema, steht ja auch ganz am Anfang. Ja, genau. Und dann kommt aber gleich am Anfang im gleichen Kapitel, nämlich im Kapitel 4, das Knackthema überhaupt in der IATF, was dadurch meine Interpretation hineingekommen ist, dass eben die IATF entstanden ist, hauptsächlich in der Zeit der Dieselaffäre und Abgasaffäre oder wie immer man das nennen möchte. Mhm. Und deswegen das Thema Produktsicherheit ganz zentral im Kapitel 4 untergebracht worden ist. Das sagt, lieber Zulieferer in die Automobilindustrie, an die Automobilhersteller, du hast dafür zu sorgen, dass dein Produkt, was am Ende ins Auto eingebaut wird vom Automobilhersteller, dass dort alle Risiken, die von diesem Produkt ausgehen und von den Prozessen, die damit verbunden sind, dass du die im Griff hast und dass du die managst und uns auch als deinen Kunden, dem OEM, mitteilst. Okay. Ja, damit nicht sowas passiert, oh, in USA gibt es ja andere Abgasnormen als bei uns, und da wird es auch strenger geahndet, insbesondere wenn man aus Deutschland kommt. Und Politik spielt immer mit. Ja. Deswegen auch Kontextanalyse, da ist das ja mit zu berücksichtigen. Ja, und das ist der Knackpunkt, würde ich sagen, wo die meisten Probleme mit haben, wobei... Produktsicherheit, ja. Genau. Mhm. Was ist daran so schwierig zu managen? Also die ganze Zugriff auf die Lieferkette war ja schon vorher immer schon irgendwo da. Ja. Mit der entsprechenden Dokumentation, Nachverfolgbarkeit, Stichworte. Ja. Also wo sind jetzt die Knackpunkte in der zusätzlichen neuen Herausforderung? Zu dem Thema Produktsicherheit. Also es ist so, dass die deutschen Automobilhersteller und wer es kennt, die ISO TS kommt ja aus dem VDA 6.1 und QS 9000. Mhm. Im VDA 6.1 stand es schon immer drin, das Thema Produktsicherheit, Produkthaftung. Ja, ja. Und in der neuen VDA 6.1, ist ja auch neu rausgekommen, steht es auch wieder drin. Also das ist nicht wirklich was Neues. Wenn man schon immer mit den deutschen Automobilherstellern in den letzten Jahren zu tun hatte, insbesondere VW-Konzern oder BMW. Mhm. Dort ist die Forderung nach dem Thema Produktsicherheit und einem entsprechenden Verständnis im Unternehmen und Umgang damit ganz klar mit drin enthalten gewesen. Und diese Unternehmen, die das schon immer kannten aus den vertraglichen Anforderungen her, die haben da kein so großes Problem. Mhm. Aber die Unternehmen, die jetzt neu mit dem Thema Produktsicherheit und Produkthaftung als konkretes Thema zu tun haben, die haben da einen Riesenanspruch. Okay. Ja, also das ist das große Problem. Es ist aber ganz einfach zu handeln, wenn man eine gute Risikoanalyse-Methodik hat zur Vorbeugung von Fehlern und zum Erkennen von Problemen, nämlich die FMEA. FMEA als Methode ist die Methode schon in der ISO TS gewesen, schon in der QS 9000 gewesen, die dazu hilft, das Risiko, das Haftungsrisiko, und darum geht es, beim Thema auch IATF, das Haftungsrisiko vom Unternehmen erstmal transparent zu machen, wo haben wir die Risiken und die entsprechend zu managen. Und am liebsten, wenn es denn geht, auf meine Lieferanten abzuwälzen, nach dem Motto, also ich gebe die schwarzen Peter, die ich kassiere von meinem Kunden, möglichst entweder weiter an den Kunden wieder zurück oder ich reiche sie, wenn denn möglich, an meine Lieferanten durch. Okay. Und dann ist deren Strategie, das natürlich in der Kette dann weiter zu tragen, je nachdem, ob es geht. Muss, genau. Aber es ist ein Muss, diese Anforderungen alle durchzureichen an die Lieferanten. Okay. Gibt es andere Knackpunkte außerhalb der Produktsicherheitsschiene? Ja, es gibt noch, also aus meiner Sicht und aus dem, was ich immer in den Unternehmen, wo ich tätig bin und auch in den ganzen Seminaren immer wieder feststelle, die zwei größten Themen neben der Produktsicherheit ist das Thema Lieferantenmanagement, was einen Riesensprung im Aufwand gemacht hat jetzt von der ISO TS zu IATF. Sieht man schon an der Seitenzahl.
Also es ist deutlich mehr geworden. Und das nächste Thema, wo auch die Seitenzahl massiv nach oben gegangen ist, Auditorenqualifikation. Okay. Insbesondere Lieferantenauditoren und interne Auditoren, Prozessauditoren. Mhm. Ganz großer Sprung in den Höranforderungen, und beim Lieferantenmanagement ist das aus meiner Sicht sicherlich neben dem Thema Produktsicherheit der Knackpunkt beim Thema Zertifizierung. Also Umstieg auf die IATF im Zertifikat, da haben, so wie ich das sehe, die Unternehmen den größten Handlungsbedarf. Den allergrößten, weil aufgrund des zeitlichen Drucks, oder? Ja, und des Aufwands, der dahinter steckt, des Mehraufwandes, weil da Bereiche einbezogen werden, insbesondere in den großen Konzernen, die bisher mit dem Thema nichts zu tun hatten, weil das war dann nicht Automotive. Ja. Okay. Und jetzt müssen, also die Anforderung heißt, alles, was du tust im Lieferantenmanagement, was du bis jetzt auch schon getan hast, also da ist vielleicht beim Audit, ja, beim Lieferantenauditierung oder Lieferantenentwicklung ist Höranforderungen gekommen, zumindest explizit. Aber ansonsten ist da nicht viel Veränderung, vielleicht so ein bisschen Höranforderungen. Aber das große Problem ist, dass ich bisher nur meine Teile- oder Rohmateriallieferanten entsprechend mit dem Lieferantenmanagement beglücken durfte, musste. Jetzt ist es aber so, dass ich alle Dienstleister und alle Produktionsmaterial, Produktionsmittel, also Werkzeuge, Anlagen und so, Lieferanten mit in meinen Lieferantenpool aufnehmen muss, in meine Lieferanten, in mein Lieferantenmanagement, in die Liste der freigegebenen Lieferanten. Okay. Ja. Und damit macht die Liste, die sowieso meistens schon so lang war, in der Datei, einen Sprung ins Exponentielle. Ja. Und da sind die meisten völlig paralysiert, ja, wenn sie das hören. Ja, das ist also in so einer kurzen Zeit, bis das jetzt gemacht werden muss, nicht wirklich umsetzbar. Also ist es gar nicht so, dass Sie das unterschätzen, diese Forderung, und irgendwie in ein Zeitproblem reinlaufen, sondern tatsächlich den Berg sehen und erschüttert sind, was da eigentlich alles gemacht werden muss. Also das wird, es gibt Dinge in der ISO-TS, gab es schon, und in der IATF wieder, die gerne überlesen werden. Ja, und das ist ein ganz, ganz kleiner Satz am Anfang des Kapitels, wo es um Lieferantenmanagement geht. Das ist ein ganz kleiner Satz, da steht drin, so alles, was jetzt nachfolgend kommt, die vielen Seiten an Anforderungen, gelten ab sofort nicht nur für deine normalen Materiallieferanten, wo du das schon kennst, sondern auch für alle deine Dienstleister. Also alles, was es so gibt, was deiner Fertigung und fertigungsnah, entwicklungsnah rumläuft und da irgendwelche Dinge für dich tut, sondern eben auch für alle, wenn du Anlagen einkaufst, wenn du Werkzeuge einkaufst und so weiter. Und da sind die, das ist heftig. Ja, das, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist heftig. Ja, ja. Sie sprachen gerade von Paralysieren. Ist da so eine Schockstarre noch vorhanden? Oder also wie reagieren die Unternehmen jetzt? Momentan, wenn, also erstmal muss ja das Bewusstsein dazu geschärft sein, nach dem Motto, was ist denn jetzt alles im Anwendungsbereich der Norm? Was heißt das jetzt an Delta zu dem, was ich jetzt momentan noch leisten muss? Und wie packe ich das jetzt an? Also im Sinne von Projektmanagement, Vorgehen, also wie erklimme ich jetzt einfach diesen Berg? Ne? Und, und wo in dieser Phase stehen denn so die meisten? Gibt es da Pioniere, die dann sagen, easy, das machen wir eh schon und wir sind ja kurz davor? Oder gibt es einige, die wahrscheinlich irgendwann von der Zeit gefressen werden? Also Also es gibt alles, es gibt wirklich alles. Also es gibt die Unternehmen, die von Anfang an gesagt haben, auch zu ihren Zertifizierungsauditoren, wenn die dann kamen und sagten, zeig mir mal, was du getan hast, ja, um zu gucken, dass du bereit bist für eine Zertifizierung irgendwann dann, die gesagt haben, ich brauche nichts Zusätzliches zu machen, weil das alles wunderbar läuft. Ja? Ist überhaupt kein Problem. Ich erfülle alle kundenspezifischen Anforderungen. Ich habe ein wunderbar funktionierendes System auf Basis der ISO-TS-Anforderungen. Ich brauche nichts machen. Ja. Stimmt auch. Stimmt auch. Wenn man das alles gut hatte, ist es wirklich kein Thema. Dann muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was zusätzlich dokumentieren. Aber das ist es dann auch. Ja? Easy going. Das sind die wenigsten. Okay. Dann kommt das Mittelfeld. Aber ich höre jetzt oder ich sehe, das passt jetzt gut zu sagen, wir nehmen mal eine Frage. Gerne. Also wie gesagt, Sie können gerne Fragen stellen im Kommentarfeld. Wir unterbrechen unseren Redefluss gerne für Ihre persönlichen Fragen. Ja, das macht auch mehr Spaß. Ja. Nur zu, ja. Wir haben eine Frage, und zwar verlangt die IATF, dass jetzt mehr bzw. öfter auditiert werden muss, oder sind nur neue Anforderungen an Auditoren hinzugekommen?
Gute Frage. Gute Frage. Also es sind definitiv Höranforderungen an Auditoren dazugekommen und die Anforderungen öfter zu auditieren ist explizit nicht im Vergleich zur ISO-TS drin. Aber, jetzt kommt das Aber, das Problem ist, dass das schon zu ISO-TS-Zeiten über die kundenspezifischen Anforderungen durchaus der Fall ist, dass man öfter als geglaubt auditieren muss. In Wahrheit ist es so, dass, was heißt in Wahrheit ist es so, also rein textlich gesehen, wenn man den reinen Normtext nimmt, konnte man vorher aus der ISO-TS herauslesen, dass man alle Prozesse innerhalb eines Jahresplanes auditieren muss, so hieß es. Und das wurde dann irgendwann zumindest vom VDA in Berlin so interpretiert, dass man alle Prozesse innerhalb des Systems innerhalb eines Jahres auditieren muss. Wir Auditoren haben das vorher schon immer so interpretiert, dass es durchaus über 3 Jahre zu strecken ist, alle Prozesse innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu auditieren. Und jetzt haben wir Klarheit, weil in der IATF steht drin, innerhalb von 3 Jahren muss das passieren. Wenn es Probleme gibt, muss die Häufigkeit erhöht werden. Das ist klar. Risikobasierter Ansatz. Also ich mache das nicht, verteile nicht die Audits mit der Gießkanne, sondern wo ich ein Risiko habe, da auditiere ich zuerst. Und da kann ich auch nicht sagen, mache ich in 3 Jahren. Ja, kein Problem. Also das geht nicht. Also von daher eigentlich eine Erleichterung auf dem Papier, in Worten gefasst, dass es auch keine Diskussionen mehr gibt mit dem zwischen Auditor und Unternehmen. Aber über die kundenspezifischen Anforderungen, und ich möchte da konkret den VDA 6.3 nennen und den VW, der fordert, dass man alle Produktionsprozesse innerhalb eines Jahres, und das steht auch in der IATF drin, stand aber in der ISO-TS auch schon drin, alle Produktionsprozesse innerhalb eines Jahres auditieren muss. Ist aber nichts Neues. Ja? Also von daher nichts Neues, aber man hat es vorher manchmal eben überlesen. Ja? Und das ist ein Effekt, den ich ganz oft habe. Okay. Gibt es noch Fragen? Noch eine Frage? Aussehen? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Gut. Aber wie gesagt, gerne. Gut. Können Sie sich mit direkt Fragen an genau. Frau Welzholz richten. Aber das passt wunderbar zu dem, wo wir gerade unterbrochen worden sind. Also unterbrochen haben, nicht unterbrochen worden sind. Dafür sind wir ja hier, um Ihre Fragen zu beantworten. Ja. Also den Effekt, wir haben gesagt, also es gibt Unternehmen, die haben überhaupt kein Problem. Ja. Bisschen die Dokumentation nachschärfen, weil die IATF sehr dokumentationslastig ist. Okay. Also im Gegensatz das, was die 9001 uns an Erleichterung gebracht hat. Ja? Diese ganzen zu dokumentierenden Prozesse oder Pflichtverfahren, diese 6, die es gegeben hat und ja, so. Ja. Da ist die IATF jetzt etwas sehr formalistisch geworden. Also okay. Es gibt... Hat das auch so ein bisschen diese politische... den Einfluss im Sinne von Sicherheit, Haftung, Dokumentation? Ja, könnte man vielleicht so interpretieren, dass das daher kommt. Okay. Ja? Okay. Sicherlich ist also die Haftungsthematik und sich vor Haftung zu schützen, vom Haftungsrisiko zu schützen, so weit wie möglich, ist wirklich die Absicht von ISO-TS schon immer gewesen. Ja, okay. Und wenn man sie gut umsetzt, gelingt das auch. Dann ist es wirklich ein gutes Instrument, um das unternehmerische Risiko zu minimieren für Haftung. Leider wird es so nicht verstanden. Sondern man nimmt die formalen Anforderungen, versucht die formal zu erfüllen und fällt dann im Haftungsfall trotzdem auf die Nase, weil das rein Formale eben nichts hilft oder nur ganz wenig hilft. Ich muss mein System verstanden haben und für mein Unternehmen angemessen umsetzen. Und dann hilft es in beide Richtungen, sowohl für mich als Unternehmen, um gegen Haftung zu schützen und als auch für den Kunden, um dessen Risiko zu minimieren. Das Problem an der IATF ist, dass mit dieser vielen Dokumentation oder erhöhten Dokumentationsanforderungen, das ist schnell gemacht. Also ich kann mal eben statt vorher 8 zu dokumentierenden Verfahren, Prozessen, wie auch immer, sind es jetzt, also es streiten sich die Geister, ich sage immer 21, andere Leute sagen, es sind 23, wieder andere sagen, es sind 26. Ich weiß nicht, je nachdem, wie man in das Buch reinguckt, zu dokumentierende Prozesse oder Verfahren oder wie auch immer, also Dinge, die beschrieben sein müssen, wie ich die tue und wie ich die angehe. Und dann ist es natürlich leicht, wenn ich das habe, das kann ein Auditor angucken und kann sagen, ist in Ordnung, habe ich gesehen, ist da und kann das als Unternehmen auch schnell machen. Da brauche ich niemand anders mit einzubeziehen. Aber
wenn es darum geht, was in diesen Verfahren, Prozessen, Vorgehensweisen beschrieben sein muss, wie zum Beispiel das Thema Produktsicherheit und der Prozess, wie ich denn das Thema Produktsicherheit, Produkthaftung in meinem Unternehmen damit umgehe, und zwar von der obersten Leitung aus, ja, das ist eine ganz andere Nummer. Und da muss ich das komplette Unternehmen inklusive als erstes oberste Leitung mit einbeziehen. Da gehört das Wissensmanagement mit dazu, weil alle wissen müssen, was bedeutet denn Produktsicherheit, Produkthaftung jetzt speziell für mich in meinem Prozess. Ja? Also das ist nicht was, was einer in seinem stillen Kämmerlein bastelt, mal aufschreibt und hurra, fertig, sondern etwas, was unternehmensumfassend passieren muss. Und dafür brauche ich das Verständnis, das Bewusstsein. Ja? Und das ist das große Problem. Und wenn dann Unternehmen in Seminaren sitzen oder ich dort vor Ort bin und unterstütze beim Umstieg, wenn die dann die Tragweite dieser Anforderungen, die hier beschrieben sind, zusätzlich. verstehen, dann kommt Schockstarre als erstes. Also die typischen Phasen, Starre, genau. Ignorieren. Ne? Ignorieren sind die Trauerphasen. Starre, ignorieren. Verneinen, ne? Das kann nicht sein. Kann gar nicht sein. Wir waren doch gar nicht so schlecht vorher. Ja, also das kann ja gar nicht sein. Dann kommt Aufruhr. Ja. Und dann kommt immer die Idee, wir machen das nicht mehr mit. Wir steigen aus. Okay. Ja. Okay. Sind auch schon welche ausgestiegen, auch aber ich empfehle, ist eine Alternative, Lösung, wenn die Kunden das mitmachen. Ja, absolut. Okay. Es gibt also mittlerweile wirklich Unternehmen, die den Weg gegangen sind. Ich kann aber nur sagen, wenn sie aus dem Trotz heraus, Sie kennen das aus der Kindererziehung oder aus der Hundeerziehung, aus dem Trotz heraus ist immer eine schlechte Motivation. Wenn ich aber eine gute Analyse gemacht habe und gut fundiert in der obersten Leitung strategisch überlegt habe, welchen Weg wollen wir gehen, dann kann der Umstieg von ISO-TS auf eine reine 9001-2015 plus kundenspezifische Anforderungen, muss ich sowieso erfüllen, weil ich das vertraglich vereinbart habe, eine Alternative sein, die mittlerweile auch gegangen wird, aber nur nach wirklich rechtlicher Absicherung für das Unternehmen mit allen Kunden das sprechen. Das macht man nicht mal eben aus Trotz. Das ist ein Prozess, der über Monate reifen muss. Okay. Und dann auch gelingen kann. Und ich, um das gleich abzumildern, ich bin in einem solchen Unternehmen, die diesen Weg gegangen sind und das auch gemacht haben und ihren Kunden das auch mitgeteilt haben. Die Kunden tragen das mit. Und ich habe dann einen Workshop mit denen gemacht, eigentlich VDA 6.3, haben wir auch gemacht. Und dann stellte sich raus, dass ja ein Großteil der Anforderungen der IATF dann trotzdem gelten. Ach so. Weil über die kundenspezifischen Anforderungen, also ISO 9001 sagt schon immer und die neue auch, das, was du vertraglich vereinbart hast, musst du verdammt nochmal auch einhalten, Und da haben wir es wieder. Man kann sich da ja nicht loslösen. Nee, eben nicht, ja. Und es ist also viel auf mehr auf der politischen Ebene irgendwie so Brexit könnte man ja als Analogie ab und zu mal dahinter. Durchaus, Und dann merkt man plötzlich, ups, bringt mir ja doch gar nicht so viel. Okay. Aber Plädoyer ist, man kann sich Lösungen überlegen, das wäre eine, aber die kann man nicht aus Trotz oder aus Zeitnot wählen, sondern muss die auch grundsätzlich begleiten, managen und auch entsprechend bewerten. Passt das ganz nicht? Genau. Und wenn man dann dazu kommt, wir bleiben dabei, dann haben wir die entsprechenden Knackpunkte, die Sie erwähnt hatten. Was besonders herausfordernd ist, Produktsicherheit, Qualifikation, was hatten wir noch, das Thema? Lieferantenmanagement. Lieferantenmanagement. Aber eine Sache, die Sie erwähnt hatten, lässt mich noch so ein bisschen sprachlos zurück und vermutlich auch jeden QBQM-Auditor intern irgendwo in einem Unternehmen. Also wenn noch nicht mal die Experten wissen, wie viele dokumentierte Verfahren und Antworten sind es jetzt 20, 26, 21, 23, 26. Aber wenn die 26, noch nicht mal wissen, was jetzt eigentlich Sache ist, wie soll ich das dann machen? Also gibt es denn auch Unsicherheiten auf der Auditorenebene? Ja. Oder wie geht, also zum einen, wie gehen Sie als Auditorin damit um? Und zum anderen, was heißt das dann für mich vielleicht als Anwender im Unternehmen, der sich damit auseinandersetzen muss? Spreche ich dann vielleicht einfach mal mit meiner Zertifizierungsgesellschaft? Hole ich mir Rat ein? Also wie gehe ich damit um? Also wir haben eine ganz große Unsicherheit dadurch im ganzen Markt, in der Situation. Es gibt Diskussionen zwischen, so wie es die IATF auslegt, es gibt
Diskussionen zwischen der IATF, also uns Trainern und Prüfern und den Zertifizierungsauditoren. Okay. Es gibt Diskussionen zwischen IATF und, nein, wir diskutieren nicht mit den Beratern, aber Berater interpretieren die IATF dann wieder anders. Und es gibt ja auch die Trainer für die First- and Second-Party-Auditoren, also für die internen Auditoren IATF. Ja. Und die diskutieren oder interpretieren auch wieder anders. Und wir haben eine solche Breite, so eine solche Streuung an verschiedenen Interpretationen, dass ich manchmal ich sprachlos bin, dass wir was heißen. Okay. Dass ich manchmal wirklich, wenn ich was höre, dass ein Unternehmen sagt, mein Auditor hat gesagt, das ist so und so und so und so und das, was ich gemacht habe, ist eine Abweichung, dass ich, dann bin ich sprachlos, ja. Und umgekehrt, wenn ich frage, wie haben Sie denn das und das Thema gelöst? Ja, gerade Lieferantenmanagement, was haben Sie denn da gemacht? Ja. Sie haben ja Ihr Zertifikat, was haben Sie denn da gemacht? Ja, nichts anderes als vorher, wo ich dann auch sprachlos bin, ja. Also es gibt eine Riesendiskussion. Wir haben eine Frage. Ja, genau. Haben Sie Empfehlungen, wie man die Anforderungen oder Prozesse am besten dokumentiert? Und wie zugänglich muss diese Dokumentation denn sein? Gute Frage. Also die empfehlen kann ich gar nichts. Ich würde mich auch nie hinreißen lassen, irgendwo irgendetwas zu empfehlen, außer ich bin beim Kunden und dann werde ich dafür bezahlt, weil ich Berater bin. Ja, dann mache ich das. Da stehe ich aber auch gerade dafür. Es ist ganz einfach, wir müssen nur ins Regelwerk hineingucken. Was ist die Mindestanforderung für die Dokumentation von Prozessen? Die Dokumentation von den vorgeschriebenen Prozessen, die vorgeschriebenen Prozesse sind die, die ich dokumentieren muss, sind die, alle Prozesse meiner Prozesslandschaft. Das heißt, das Unternehmen dokumentiert nichts anderes als 9001. Also in der Richtung sind wir wie 9001 unterwegs. Okay. Diese Prozesse muss ich dokumentieren. Das schreibt die Norm vor, aber das ist nicht nur für Automobile so. Die Mindestanforderung an den Umfang einer Prozessdokumentation ist in Form eines Prozesssteckbriefs, Prozessdatenblatt, wie immer Sie das nennen. Manche nennen das Turtle, aber Achtung, Turtle ist nur eine, Turtle ist ja eine Risikoanalysemethode. Aber das sind die Themen, die da reingehören. In der 9001 gibt es das auch, da heißt das Einzelelemente eines Strukturmodells der Einzelelemente eines Prozesses oder irgendwie so ähnlich. Also das ist genau das Gleiche wie Turtle-Inhalte, wie auch immer Sie das darstellen. Das ist das Minimum. Ja? Also Thema, wer ist der Prozesseigner? Ja. Welche Tätigkeiten und Prozessschritte gehören dazu? Was ist Input? Was ist Output? Was ist das Ziel? Wo sind die Risiken? Und so weiter und so weiter. Also das, was alle kennen. Welche Ressourcen brauche ich? Das ist die Mindestanforderung. Diese 21, 23 oder 26 oder wie viele auch immer zu dokumentierenden Prozesse, die hier drin gefordert sind, sind irgendwo in diesen meinen Prozessen, meiner Prozesslandschaft, die ich mit diesen Mindestanforderungen beschrieben habe, enthalten. Und dann heißt das in der Mindestanforderung, dass in einem Prozess bei den mitgeltenden Unterlagen, Methoden, Vorgaben, wie immer Sie das nennen, dieses Feld, dieses Textfeld, drin steht, hier habe ich beschrieben, wie mein Umgang ist mit der Auditorenqualifikation. Ja, oder sonstige Anforderungen, wie ich damit umgehe. Ja? Das ist die Mindestanforderung, die muss erfüllt sein. Und alles, was Sie mehr tun, ist Ihre Entscheidung und sollte immer mit den Prozesseignern und mit denen, die im Prozess arbeiten, abgesprochen sein. Weil die sagen, wie viel sie brauchen an Dokumentation. Nutzen Sie die Chance dieses neuen Regelwerkes, gerade der 9001, mit den anderen, eigentlich niedrigeren, erleichterten Dokumentationsanforderungen, um Ihre Dokumentation so zu machen, dass sie wirklich lebbar ist. Okay. Ich glaube, die... Bin ich hier noch alles durcheinander? Ich glaube, die waren zwei Fragebestandteile, glaube ich. Also für, ich glaube, für wen? Also wer sollte das lesen können? So hatte ich das interpretiert, die Frage. Nee, wie es zugreifbar ist. Oder also es muss, ach so, rum war das, richtig, genau. Wie es zugreifbar ist. Ja. Also die Zugreifbarkeit, wie soll ich das sagen? Wenn Sie, das ist so wie im Auto die Bedienanleitung, ja? Also die Bedienungsanleitung des Autos sollte
für den... Jeden, der in dem Prozess... Für jeden, genau. Also der verantwortlich ist, in einer geeigneten Form zur Verfügung stehen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber wenn ich ein Auto neu habe oder ein geliehenes Auto habe, gemietetes Auto, und dann, wenn ich dann irgendwie vorne das Wischwasser auffüllen möchte oder den Ölstand prüfen, dann muss ich erstmal gucken, wo ist denn das Ding, wo ich die Motorhaube aufkriege. Ja, und dann fummelt man da vorne rum und verletzt sich noch. So, also deswegen nachlesen tut man dann, wenn man es braucht. Ja. Deswegen diese Dokumentation, die erstmal ganz generell den Prozess beschreibt, in einer Fassung zu haben und greifbar zu haben, ist ideal. Und dann, je detaillierter es wird und je weniger häufig ich das brauche, vielleicht nur zur Unterweisung von neuen Kollegen, kann das auch umfangreicher sein. Und es muss natürlich in einer Speicherform vorliegen, sodass es für jeden direkt zugreifbar ist. Also ich nehme immer das Beispiel, das oberste Dokument, was wir haben als Management-System-Dokumentation, ist die Prozesslandschaft. Übrigens nichts Neues seit dem Jahr 2000, aber für manche völlig neu. Völlig neu. So, diese Prozesslandschaft sollte einen Bekanntheitsgrad haben, mindestens eigentlich bekannter wie das Organigramm des Unternehmens. Ja. Das Organigramm des Unternehmens kennt fast jeder und kann auch sagen, da bin ich im Organigramm oder da ist mein Chef. Ja, das ist mein Weil Bereich. Ja auch das namentlich adressiert wird, während auf der Prozessebene da, ne? Also genau. Da ist vielleicht eine gewisse Indirektheit da, aufgrund der Rollenzugehörigkeit. Ja, aber die Prozesslandschaft ist wirklich nichts anderes als die Darstellung des Unternehmens nach innen hinein. Ja. Wie läuft denn unser Unternehmen? Ja, die oberste Leitung sagt, das ist unser Unternehmen, guck mal. Ja, so laufen wir, das ist unsere Kernkompetenz, die wichtigsten Prozesse, die wir haben. Ja? Und da sollte sich jeder drin zurechtfinden. So, und wenn dieses Dokument so bekannt und zugreifbar sein muss wie das Organigramm, dann muss es ist klar. Ne? Also da, wo alle es finden können. Ja? Und da gibt es keine Empfehlung, weil das kommt auf Ihr Unternehmen an. Wie stellen Sie das dar? Also was ich jetzt schon gesehen habe, ganz toll, finde ich ganz toll, in Unternehmen, große Unternehmen, Hersteller und Zulieferer, die Turtle als wunderbar schön gemaltes Bild auf Flipchart haben, auch in DIN A1 Format und dann in den Büros hängen haben und erklären können mit schönen Bildchen. Ja, Sie haben ja hier in der DGQ auch immer so tolle Bilder, wo genau drauf zu erklären ist, also alle Elemente der Prozessbeschreibung sind dort drauf und der Prozesseigner kann mit seinen Leuten, die in seinem Prozess arbeiten, auf dem Bild wunderschön darstellen, genau, und erklären, gucken Sie, das ist mein Prozess, das gehört dazu und das sind die notwendigen Ressourcen, die wir brauchen, die Qualifikationen sind notwendig, das läuft rein, das läuft raus, die angrenzenden Kunden oder Lieferanten intern sind die und die brauchen wir, damit wir überhaupt laufen können mit unserem Prozess und arbeiten können, also ideal, ja, aber in einem konservativen Unternehmen, was weiß ich nicht was, wenn sie dann so ein Flipchart an der Wand haben, um darzustellen, wie mein Prozess ist, ja, die sagen dann, wir sind ja nicht im Kindergarten. Also es muss fürs Unternehmen bitte passend sein. Okay. Ja, das ist so, wie wenn ich jetzt Ihnen mein Jackett anbiete, würden Sie sagen, ja, nächstes Jahr vielleicht. Ja. Ich nehme schon meine Tochter mit. Ja. Genau. Und umgekehrt, ich, wenn ich damit nach Hause gehe, sagen mir meine Söhne, du hast da irgendwas verwechselt oder so, ne? Ja, also es muss bitte passend sein. Und das ist die ganz wichtige Botschaft. Ja, also das würde ich wirklich dringend empfehlen. Ja. Machen Sie Ihr Managementsystem bitte passend für sich. Gerade auch wenn es um diese undifferenzierten Anforderungen, also ich nenne es jetzt nochmal als Running Gag, ein Beispiel 2026 und so weiter, hilft dann ja auch nicht, wenn man dann ein befreundetes Unternehmen fragt, wie habt ihr es denn gemacht? Weil das bringt dann ja auch nichts, sich nach dem Motto, wir haben das so und so, das bringt ja nichts, das irgendwie zu kopieren. Überhaupt gar nichts. Sondern tatsächlich Ihre Botschaft so aufgenommen, einen Blick nach innen richten, gucken, was machen wir eigentlich, das dokumentieren. Wer sind wir? Genau. Wer sind wir und wie gut sind wir? Also einer meiner... Und das hilft nicht, sich dann irgendwo zu bedienen. Ja, überhaupt nicht. Okay.
Aber wir haben eine Zwischenfrage. Ja, aber ich komme gerne gleich nochmal auf das Thema zurück. Also wir haben, Entschuldigung, wir haben eine Viertelstunde noch Zeit, also bis maximal 11:30. Bis dahin können Sie jederzeit noch Fragen stellen. Ich muss immer wieder Richtung Kamera. Ich gucke komischerweise ich auch. Aus dem Mikro. Ich auch. Ich muss in die Kamera gucken, Entschuldigung. Genau. Sie haben gerne noch 14 Minuten Zeit, Ihre Fragen loszuwerden. Nur zu, wir möchten gerne die beantworten, bevor wir irgendwas erzählen, was Sie vielleicht nicht interessiert, schlimmstenfalls. Bitte schön. Ja, eine philosophische Frage, so wird es ja angekündigt. Kann die konsequente Umsetzung der IATF Skandale wie den Dieselskandal zukünftig verhindern? Ja, definitiv. Wenn vorausgesetzt, dass die Automobilhersteller das auch beherzigen. Die haben zwar alle eine Zertifizierung einer Automobile, also der Daimler und BMW sind noch ISO-TS-Zertifikat zertifiziert und steigen um auf die IATF. Natürlich im kommenden Jahr. Manche sind schon umgestiegen. Der VW-Konzern ist nach VDA 6.1 zertifiziert, was gleichwertig ist mit ISO-TS, beziehungsweise, Entschuldigung, liebe VW-Leute, es ist höherwertig, ich weiß. VDA 6.1 ist immer schon höherwertig gewesen, ist ein kleines Mehrdelta. Aber diese Regelwerke dienen dazu, das Haftungsrisiko zu minimieren und solche Dinge zu vermeiden. Und das kann auch gelingen, wenn man es denn mit Hirn und Verstand tut. Das Umsetzen der Regelwerksanforderungen mit Hirnblut, Hirnschmalz und Herzblut, so ist mein Wort immer, Herzblut und Hirnschmalz hilft wirklich. Unter Einbeziehung der obersten Leitung ist es aus meiner Ansicht nach das Beste, um das Risiko von Haftungen, solchen Fällen, alles Mögliche, egal welche Haftungsthemen, vom Unternehmen fernzuhalten. Aber das geht nur, wenn alle beteiligt sind, insbesondere an oberster Stelle die oberste Leitung. Wenn Sie ein Projekt haben zur Umsetzung der IATF, zum Umstieg von ISO-TS auf IATF, dann ist der Projektleiter die oberste Leitung. Und wenn Sie gut sind, dann haben Sie Ihre oberste Leitung klargemacht, dass das wirklich deren Baby ist und dass es für die extrem hilfreich ist, das zu tun und das zu unterstützen, weil eben das Risiko der Haftung damit massiv minimiert wird. Und insofern ist die Zeit sogar genau die richtige jetzt auch dafür. Perfekt. Weil die Aufmerksamkeit und die Betroffenheit ist ja da. Also ja, und das Problem ist aber, dass, wenn ich in Unternehmen komme oder auch in den Workshops und Seminaren, dann wird diskutiert, sind es 21 oder 25 oder 23 dokumentierte Prozesse. Das hilft nicht weiter. Und das ist das ganz große Problem, was wir haben. Ja? Okay. Also Checklisten abhaken hilft nicht, um das Risiko zu minimieren. Da kann ich, das nützt überhaupt gar nichts. Also von daher, ja, wenn ich aber alles dieses verstehen möchte und verstanden habe und dann sage so, wie setze ich das denn angemessen für mein Unternehmen um? Und das fängt mit einem hervorragenden Vertragsmanagement an, dann ist das absolut dienlich dazu. Und Bosch hat das bewiesen in der Abgasaffäre. Die haben ein funktionierendes Managementsystem gehabt, entsprechend den Vorgaben und konnten ja auch entsprechend sind aus der Nummer rausgekommen. Ja, okay. Funktioniert, es funktioniert. Bosch ist das beste Beispiel dafür. Wunderbar. Also ich gebe gern noch Gelegenheit, entsprechend Fragen zu stellen. Ich wollte noch mal vorhin auf das zurückkommen. Mit dem, ich frage mal meinen Kollegen aus dem Regionalkreis oder so, hasse mal. Ja, zum Beispiel. Das greift natürlich, das hat angefangen, aber nicht nur in IATF, sondern auch in ISO 9001-Ebenen. Hast du mal deine Liste der interessierten Parteien, schick mal rüber. Richtig, ja. Also das ist die Hölle, ja? Das ist die Hölle, weil sie das zeugt ja auch nicht von dem eigentlichen Spirit, der eigentlich ja da sein sollte. Ne? Gerade bei den Qualitätsverantwortlichen, das ist ja dann gerade eigentlich dann der komplett falsche Weg. Ja, natürlich. Ich meine, man kann sich oder soll sich ja auch informieren, man soll sich ja auch austauschen. Klar, Best Practice sammeln. Und so. Ganz genau. Aber abschreiben ist noch nie Best Practice gewesen. In der Schule schon nicht, im Studium nicht und jetzt erst recht nicht. Ja. Und jetzt kann es sogar haftungstechnisch ganz kritisch werden. Ja, weil, wenn ich das mache im Automobil, einer der wichtigsten Stakeholder in der Automobilindustrie ist der Gesetzgeber. Nicht nur in der Automobilindustrie, in jeder anderen Industrie auch. Medizinprodukte, sonstige. Und
wenn ich diese gesetzlichen Vorgaben nicht entsprechend handeln und managen kann, die für mich gelten, dann nützt mir das nichts, wenn ich die Liste der interessierten Parteien und die Chancen und Risiken, die davon ausgehen, von meinem Nachbarkollegen abgeschrieben habe. Ja, ich muss meine oberste Leitung einbeziehen und die meisten obersten Leitungen verstehen das Wort interessierte Parteien nicht. Das ist ein Normenwort. Mhm. Und das mit das Wunderbarste, was in dieser wunderbaren Norm 9001, ich liebe sie, das ist wirklich ein so tolles Regelwerk, so gelungen. Ja, ja, also wir brauchen nicht mehr, hier wird auch ganz viel drin erklärt im Anhang. Da steht unter anderem, diese Norm und das Wording dieser Norm ist geeignet, um eine Norm zu schreiben und zu interpretieren und uns sich darüber zu unterhalten. Aber bitte Unternehmen, sprich in deinem Unternehmen deine Sprache. Und die Sprache der obersten Leitungen, deren Idee das ist, dass sie die Kontextanalyse machen, das tun die sowieso, ja. Und jetzt kommt der Qualitäter und sagt, mach mal eine Kontextanalyse und ich will deine interessierten Parteien wissen. Mhm. Dann sagt er, oh, jetzt muss ich was Zusätzliches machen. Liebe Leute, das machen ihre obersten Leitungen, machen das schon und zwar ganz toll. Die machen Stakeholder-Analysen, die machen strategische Ausrichtungen, die machen SWOT-Analysen. Das ist das, was mit dem Thema Kontextanalyse gemeint ist. Und wenn Sie als Qualitäter... Es muss passend referenziert werden, nach dem Motto, es ist da. Ich kann es entsprechend vorzeigen, Anforderungen erfüllen. Genau, das ist Anforderung, dann darf der Auditor einen Haken machen und das ist klasse. Und das kann ein Flipchart sein, was in den Strategie-Meetings gemalt worden ist. Wenn das an dem Protokoll hinten dranhängt als Bilddokument, alles fein. Ich muss das auch nicht mehr übertragen in die Sprache des Qualitätsmanagements, damit der Auditor zufrieden ist. Nein, das bringt ja auch nichts. Diesen Auditor, den jagen Sie vom Hof und zwar ganz schnell. Das dürfen Sie übrigens, steht hier sogar in den Zertifizierungsvorgaben drin. Ah, ja, genau, die Chancen nutzen wir doch mal. Ja, genau. Zumindest das Logo noch mal hochzuhalten, IATF, genau. Das ist unser. Also das T ist nur von mir schwarz gemalt worden, dass man sieht, dass es meines. Okay. Normalerweise ist das blütenweiß. Nee, das ist, hängt wahrscheinlich mit dem Vornamen zusammen, So erkenne ich dann schon von Weitem, ist es mein Buch. Ganz genau. So, ich stelle einfach nochmal die Frage an das Publikum nach dem Motto, haben Sie denn noch Fragen an uns? Ansonsten würde ich Sie gerne bitten, einfach nochmal eine Botschaft mitzunehmen. Also Sie haben mehrere Botschaften schon vermittelt, aber eine der letzten war, und das fand ich eigentlich richtig gut, weil das jenseits ist dieser ganzen Normenschwere. Herzblut. Ja, Herzblut. Ja, Hirn? Hirn, Schmalz und Herzblut. Genau. Ja. Also, dass man im Grunde genommen mit einem einigermaßen gesunden Menschenverstand und mit einer gewissen Grundkenntnis, Fachkenntnis da herangehen kann und sollte. Haben Sie darüber hinaus noch einen anderen ganz pragmatischen Tipp für einen alleingelassenen QB in der Firma, der dann gesagt worden hat, mach mal? Ja, wenn er macht, dann, und er hat die Zielvereinbarung vielleicht auch noch unterschrieben, dass die Zertifizierung was wird, hat ein ganz großes Problem, weil hier mach mal ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Regelwerk. Also das Erste, was Sie tun sollten, ist, holen Sie sich Ihre Prozesseigner mit ins Boot. Okay. Ansonsten ist die Hauptabweichung oder beziehungsweise überhaupt die Zulassung also die Bereitschaft zur Zertifizierung stark gefährdet, wobei aufgrund des Zeitdruckes, wir haben 70.000 Zertifikate, die umgeswitcht werden müssen und dagegen stehen 3.500 sowas Auditoren, Zertifizierungsauditoren, Sie sehen, das wird eng. Also insofern ist das Thema Bereitschaftsbewertung immer relativ schnell gemacht, aber wenn Sie die nicht von Anfang an, also oberste Leitung und dann die Prozesseigner, die Verantwortlichen für die jeweiligen Prozesse ihrer Prozesslandschaft, wenn Sie die nicht von Anfang an mit ins Boot holen, sollten Sie lieber schon mal gleich auf dem Arbeitsmarkt nachgucken, wo es denn die nächste freie Stelle gibt. Das wird nichts. Auch ganz nicht mehr davon, im Bereich Qualitätsmanagement. Nein, das können Sie auch, vor allen Dingen das Problem ist, dass die Haftungsverantwortung, die Sie da auf sich nehmen, obwohl Sie es gar nicht können, die macht nicht nur Sie, sondern Ihre ganze Familie mit kaputt. Also das ist wirklich kritisch. Deliktische persönliche Haftung. Genau, ganz genau. Also ich maße mir etwas an, was ich nicht kann. Okay. In keinster Weise, weil ich die Verantwortung nicht übernehmen kann. Also unsere Aufgabe als Qualitäter ist es, bin zwar keiner mehr, aber trotzdem, ich appelliere immer für die, seien Sie der Coach Ihrer obersten Leitung. Der Best Buddy Ihrer obersten Leitung. Ja. Und das ist das Beste, was Sie tun können. Okay. Und so funktioniert es. Die Unternehmen, wo das so ist, da gehen Sie
schlagen Sie, nein, schlagen ist das falsche Wort, bitte, aber da kriegen Sie, gehen Sie jede Zertifizierung, jedes Audit, auch mit einem Kunden, gehen Sie reibungslos durch. Wenn Sie Ihre oberste Leitung und Ihre Prozesseigner mit denen in einem Boot sitzen und nicht so tun, als wären Sie der Kenner, nur weil Sie mit den Worten der Norm reden können, dann versteht Sie keiner, das will auch keiner wissen. Ja. Wenn Sie das machen, ist dieses Schiff zu managen und in den sicheren Hafen einer Neuzertifizierung nach 9001 oder IATF oder was auch immer gut zu fahren. Mhm. Und Sie haben auch mit den Kunden einen guten Draht. Aber das ist das A und O. Mhm. Wenn Sie das nicht tun, wird es im Zweifelsfalle schmerzhaft. Vielleicht nicht im ersten Gang, weil natürlich auch die Auditoren unter Zeitdruck stehen und Audits vielleicht nicht ganz so in der Gründlichkeit laufen können, wie sie laufen sollten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und aber der Knall kommt dann halt irgendwann hinterher. Und vor allen Dingen, der Kunde, den interessiert das überhaupt nicht, ob sie IATF-mäßig auf dem Weg sind, sondern den interessiert, ob das Produkt ordentlich gemacht wird, ob sie die vertraglich vereinbarten Dinge einhalten. Hm. Und wenn sie das tun, dann haben sie sowieso die IATF schon erfüllt. Okay. Ja, und dann müssen sie wirklich nur noch ein paar Prozesse malen. Aber das andere müssen, das ist das, was wichtig ist. Okay. Ja. So, wichtig ist auch die Zeit. Also IATF, die Uhr tickt. Oh ja. Relativ laut und wird immer lauter. Bei der Umstellung 9001 war dann auch immer die Aussage, auch gerade von DQS und Kollegen, nach dem Motto, bindet frühzeitig die entsprechende Zertifizierungsgesellschaft mit ein. Auch wenn es um Termine geht, um Zeiten. Es kann nicht sein, dass alle dann kurz vor Schluss dann auf einmal noch ihr entsprechendes Zertifikat verlängern wollen. Also insofern, das war damals die Bitte bei der 9001. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ähnlich sein wird. Also frühzeitig Kontakt zur Zertifizierungsgesellschaft. Ja, also wenn Sie noch einen Termin kriegen und noch keinen haben, ist es ein Wunder. Die sind ausgebucht von A bis Z. Ich glaube, inklusive Wochenende mittlerweile sogar. Ja, bitte. Ja, da haben wir eine sehr passende Frage dazu. Vielleicht ist es ja schon zu spät, wie Sie es angekündigt haben. Welche Gefahr besteht denn, wenn die Zertifizierung nicht bis zur Deadline erreicht wurde? Mhm. Auch im Hinblick darauf, dass es eventuell eng wird, noch einen freien Zertifizierer zu finden, wie Sie gerade gesagt haben. Ja, das stimmt allerdings. Also ich habe das gerade gestern erfahren von einem Teilnehmer im Seminar, IATF-Seminar von der DGQ. Mhm. Und der ist sein Zertifikat losgeworden, sein ISO-TS-Zertifikat losgeworden, aufgrund eines Zertifiziererfehlers. Kommt schon mal vor. Aha. Und dieser Zertifizierer möchte ihn jetzt auch nicht mehr betreuen und der ist auf der Suche nach einem neuen, aber heimatlos sozusagen. Heimatlos und das ist ein Riesenproblem, weil die ausgebucht sind. Wie gesagt, 70.000, ungefähr 70.000 Zertifikate weltweit, die noch nicht umgestellt sind. Okay. 3.500 Auditoren weltweit ungefähr. Also die Zahl, ich weiß sie nicht auswendig, aber so um den Dreh rum. Ja. Das passt nicht. Mhm. So. Und was passiert rein formal? Es passiert, Sie haben kein automobiles Zertifikat mehr an der Stelle. Und auch kein 9001-Zertifikat. Es ist futsch. Jetzt kommt meine Prognose. Also die IATF sagt, ich habe extra mit Herrn Haas vom VDA als Vertreter der IATF gesprochen, habe gesagt, werdet ihr diese harte Linie, die Wand, die da im Oktober steht nächstes Jahr, so durchziehen? Ja, werden wir durchziehen. Mhm. Das heißt, wir haben im Oktober nächsten Jahres jede Menge tote Fliegenzertifikate vor der Wand kleben und dahinter sind dann zertifikatslose Unternehmen in Massen. Ich glaube, dass es dann Sondergenehmigungen geben wird. Letzthin hat ein Kollege von mir schon gesagt, er hat den Kollegen gesagt, sie sollen schon mal den Drucker warm fahren, dass die Sondergenehmigung, das muss ja über den VDA, also über das Oversight Office freigegeben werden, wenn der Zertifizierer dann verschieben möchte in die Zeit danach. Mhm. Ja. Das soll schon mal warm laufen. Also es wird nicht anders gehen. Okay. Aber IATF sagt, Originalaussage wird es nicht geben. Okay. So ist die Aussage. Und genau. Also insofern super, dass die Frage noch kam, weil ich glaube, das ist eine wichtige Info noch zum Schluss. Ja. Gerade wenn es um Thema Zeit geht. Ja, wir sind jetzt genau rum, eine Stunde. Ich gucke meinen Kollegen nochmal an, ob es noch eine Frage gibt. Ansonsten aktuell nicht. Ansonsten sind wir damit
durch. Also nein, eigentlich sind wir damit überhaupt nicht durch. Aber zumindest die Zeit ist durch, also verronnen. Insofern hoffentlich für Sie nicht völlig ergebnislos oder irgendwie inhaltsleer. Also das wäre meine Hoffnung, dass Sie aus dem Gespräch mit Frau Welzholz den einen oder anderen Hinweis mitnehmen konnten oder Tipp für Ihre persönliche Arbeit. Botschaften haben wir vermittelt, Einschätzungen auch. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal alles Gute, auch und Erfolg in der Umsetzung der IATF. Ansonsten, mal jetzt völlig losgelöst vom Thema Automotive und Normen und so weiter, wünsche ich erstmal Frau Welzer, also ganz herzlichen Dank, dass Sie wirklich hierher gekommen sind. Ich freue mich wirklich, dass das stattgefunden hat und hat mir auch Spaß gemacht. Mir auch, absolut. Und ich weiß, dass die nächste Zeit eine ganz besondere auch für Sie sein wird. Insofern wünsche ich auch Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein paar schöne Feiertage. Genießen Sie die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder, weil wir werden auch weiterhin Webinare anbieten. Es muss nicht wieder ein Livestreaming dieser Art sein, aber wir werden auf unserer Internetseite dgq.de unter Webinare die entsprechende Planung dann 2018 reinstellen, wenn wir die entsprechenden Themen und Trainer haben. Also gucken Sie da ab und zu mal rein. Es gibt da auch so ein Alert, also können sich alarmieren lassen, wenn da wieder was reinkommt. Und ich möchte jetzt ganz einfach schließen, wünsche eine schöne Zeit. Danke für die Treue, diejenigen, die da häufiger schon mal zugeschaltet haben. Und es fällt mir schwer. Ich bedanke mich. Dankeschön. Danke auch. Tschüss.